Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen, und vor allen Dingen darf ich Sie bitten, mir zuzuhören. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer Plenarwoche. Ja, das ist eine gute Idee. Das Ohr mag alt sein, der Geist muss frisch sein, Herr Kollege. Kann man da hinten mal ein bisschen lauter machen, in dem Kabäuschen? Hallo? Ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Wahnsinn. Zu unserer heutigen Plenarwoche. Ich begrüße die Regierung, begrüße die Zuschauer auf der Tribüne und freue mich, dass wir jetzt drei Tage lang zusammen sein können. Meine Damen und Herren, ja, ist mir klar. Danke sehr begeistert, Herr Kollege Frömmrich. Ich warte noch ein bisschen, bis alle sitzen. Bevor wir uns dem Tagesgeschäft zuwenden, freue ich mich, Botschafterinnen der Landesgartenschau 2018 in Bad Schwalbach zu begrüßen. Das sind die Floren aus Bad Schwalbach. Der Bürgermeister mit grüner Krawatte begleitet Sie, der Geschäftsführer, Herr Falk, ohne grüne Krawatte, aber denkend in der Form der Gartenschau begleitet Sie auch. Alles Gute. Sie beginnen am Samstag und für fast ein halbes Jahr sind Sie Gartenschau, sind Sie Hessen-Mittelpunkt des Schönen, der Blumen und der drei Schönen ohnehin. Alles Gute. Vielen Dank, dass Sie sich so stark engagieren. Ja. Und was alle jährlich wiederkehrt, ist die Schwalbenkönigin. Die haben wir, rufe ich jetzt separat auf. Das ist die Königin von Bad Schwalbach, aber sie heißt Schwalbenkönigin. Danke. Auf Ihren Plätzen liegt ein süßer Gruß von Bad Schwalbach. Na, ich habe ja schon die süßen Grüße begrüßt. Jetzt kommt das noch dazu, was auf den Tischen liegt. Alles Gute. Ich habe eben erfahren, ich will es einfach begrüßen, weil es gut ist. Wir haben Gäste im Hause aus Sri Lanka. Steht mal auf. Es ist ein Gymnasiasten aus Sri Lanka, aus einem Tsunami-Gebiet dort, aus Peruala. Und Sie sind hier eingeladen, und es organisiert das Ganze von Karl Eierkaufer. Also ich kenne ihn nur vom Sport, ansonsten kenne ich ihn gar nicht. Lieber Karl Eierkauf, ein Olympiateilnehmer ist ja was Tolles für uns hier im Hause, keine Frage. Gell? Alles klar. Vielen Dank für das Engagement und schön, dass Sie hier sind. Meine Damen und Herren, die Tagesordnung vom 17. April 2018 sowie ein Nachtrag vom heutigen Tag mit insgesamt 92 Punkten liegen Ihnen vor. Interfraktionell wurde vereinbart, den Tagesordnungspunkt 27, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur Chancengleichheit und zur Qualitätsverbesserung in den frühkindlichen Bildung, Drucksache 19-6265 zu Drucksache 19-6265 zu Drucksache 19-5467 heute schon zu lesen. Und Top 32, die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Verwaltungskostengesetzes wurde von der Tagesordnung abgesetzt, da hierzu im Ausschuss kein Beschluss gefasst wurde. Wie Sie dem Nachtrag der Tagesordnung entnehmen können, sind 5 Anträge betreffend einer Aktuellen Stunde eingegangen. Das Verfahren ist Ihnen bekannt, mit 5 Minuten pro Fraktion am Donnerstagmorgen ab 9 Uhr. Das waren die Mitteilungen, die ich in der Tagesordnung zu machen hatte. Das haben Sie zur Kenntnis genommen. Widerspricht jemand der Tagesordnung, das ist nicht der Fall, dann verfahren wir danach. Meine Damen und Herren, eine freudige Mitteilung. Wir tagen heute voraussichtlich bis 23.20 Uhr. Wir beginnen natürlich jetzt hier um ein paar Minuten mit der Fragestunde. Wir kommen dann zu Top 2 der Regierungserklärung. Die Persönlichkeiten, die hinter uns in den Bildern der Wand sind, die ausgesucht worden sind von der Euroakademie aus Wiesbaden, sind Adam Opel, Anne Frank, Johann Wolfgang von Goethe, Johann Heinrich Tischbein,
Theodor W. Adorno, Emil Adolf von Behring und Otto Hahn, alles berühmte Hessen. Wegen des Umfangs der Tagesordnung der heutigen Sitzung hat die Lufthansa entschieden, ihren parlamentarischen Abend, der für den Abend eingeplant war, abzusagen. Ich möchte nur darauf hinweisen, meine Damen und Herren, das habe ich auch in der PG-Runde gesagt, im Ältestenrat, ich habe höflicherweise die Lufthansa darauf hingewiesen, in welcher Problematik wir heute stehen. Dann haben die sich dafür entschuldigt, dass sie dann besser absagen. Das ist auch sehr, sehr richtig. Das ist mir völlig egal, wer schuld ist. Nur habe ich auch gesagt, dass ich immer sagen, ich sehe nicht ein, dass wir uns permanent nicht richtig einigen können, egal wer da schuld ist, und dann uns blamieren bei den Gästen, die uns einladen zum parlamentarischen Abend. Dann sollen sie lieber ganz bleiben. Ja, könnte alles anders haben, beschließt anders. Stattfinden wird heute Abend allerdings der parlamentarische Abend des NABU Hessen im Restaurant. 19 Uhr beginnt das Ganze. Auch dann, wenn die Plenarsitzung noch nicht beendet sein wird, das versteht sich von selbst, sonst sind Sie ja ganz alleine. Im Anschluss an die Plenarsitzung kommen folgende Ausschüsse zusammen. Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss im Sitzungsraum 301. Der Innenausschuss gemeinsam mit dem Unterausschuss Datenschutz im Sitzungsraum 204. Und der Haushaltsausschuss in 510W. Entsprechend vorausgesetzt werden muss natürlich, dass die Gesetzentwürfe den jeweiligen Ausschüssen heute überwiesen werden. Ich gratuliere herzlich zu einem besonderen Geburtstag Frau Kollegin Hildegard Förster-Heldmann. Alles Gute zum Geburtstag. Nachträglich nehme ich an. Ja. Nicht heute. Runde. Ja. Aber heute hat Geburtstag Frau Kollegin Waschke. Liebe Frau Kollegin Waschke, alles Gute. Herzlichen Glückwunsch. Wir schicken Ihnen einen wahren Glücksbringer vom Beruf aus zu Ihnen. So, meine Damen und Herren, Sie erlauben, dass ich weitermache, auch wenn der Heinz jetzt. Das haben wir lange geübt jetzt mit ihm. Ich weiß nicht, ob es klappt.